Oh, meine Freunde, meine Freunde, meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem extravaganten, geilen neuen Reaktionsvideo. Dieses Video ist zwar leider schon 2 Jahre her, aber passt gerade zu der heutigen McDonald's-Situation. Es geht auch um McDonald's und Monopoly. Und ich wollte dieses Video mir unbedingt nochmal reinziehen. Ey, Es weil ist 2000. ich hab's nicht mehr so richtig im Kopf, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, ob ich es mir überhaupt mal angeguckt habe. Aber ich wusste, dass Simplicissimus ein Video darüber gemacht hat, über den großen McDonald's-Betrug und wie sie damals mit diesem Monopoly-Gutschein die Leute verarscht haben. Junge, ich gehe rein, Digga. Ich gehe Eins rein in aus Jacksonville, Rheinhausen. Florida. Ey, die machen das jedes Jahr, Digga. Die machen jedes Jahr Monopoly, ne? Dieses Jahr auch. Wir haben uns ja vorhin das Video von Celtics angeguckt, ne? Und letztes Jahr, glaube ich, war tatsächlich, ich glaube, das ist jedes Jahr. Real Talk, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist wirklich jedes Jahr, ne? FBI ist einem kriminellen Netzwerk auf der Spur. 25 Agenten sind im Einsatz, 20.000 Telefone werden überwacht. Ein Jahr zuvor ging ein anonymer Hinweis beim FBI ein. Das McDonald's Krass, da war noch Simplicissimus bei Funk, ne? Monopoly-Gewinnspiel würde manipuliert werden. Die Ermittler ahnen noch nicht, wie groß dieser Ja, Fall. guck, 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 genau so war das damals. Ja, Alter, wie lange ist das her, Bruder? Werbung 1987. Bro, dieses, ich nehme alles zurück, Digga, dieses Monopoly geht ja übel ab. Das war ja damals 1399 schon, Alter. What the fuck? Wirklich ist. Eine mysteriöse Figur namens Uncle Jerry stiehlt seit mehr als einem Jahrzehnt Gewinnspielsticker im Wert von insgesamt 24 Millionen Dollar und verkauft sie über sein landesweites Netzwerk. Mafia-Mitglieder, Stripclub-Besitzer, Drogendealer und eine Mormonenfamilie. Sie alle sind an einem unfassbaren Betrug beteiligt. Krass. Denkt ihr, das ist heutzutage auch möglich? Das ist jetzt alles, das ist ja jetzt alles online, ne? Diese ganze App ist ja online. Das ist ja nicht mehr so wie früher, wo du diese Gutscheine abreißt und direkt die Straße siehst. Das ist jetzt so code-generiert mäßig. This is one of the original McDonald's drink cups, but I think we can assume that it wasn't a real winner because I don't think anyone genuinely won a $1 million prize. Jeffrey Mache hat die Story hinter dem McDonald's Monopoly-Betrug aufgearbeitet. 2018 wurde sie in The Daily Beast veröffentlicht. Mache Aber hat die. auch wie geil die Designs damals waren, ne? Habt ihr gesehen, wie geil die Designs damals waren? Ey, ich finde das geil, das gibt dir so einen richtig Oldschool-Look. Filmrechte an der Story kurz darauf für $1 Million an 20th Century Fox verkauft. Es gibt auch eine HBO-Doku-Serie auf der Basis des Artikels. McMillions. 1987 startet Guck das mal, große guckt euch mal diesen Trailer an, wie McDonald's geil. Monopoly-Gewinnspiel in den USA 1987. und vielen weiteren Ländern. Millionen von McDonald's-Kunden haben plötzlich die Chance, viel Geld, luxuriöse Häuser und teure Autos zu gewinnen. Ihr kennt's wahrscheinlich. Teure Autos, Digga, habt ihr gesehen? Spanneue G-Klasse. Aber ganz kurz zum Verständnis: Die Gewinnspielsticker sind Teil der Bestellungen. Es gibt kleinere und größere Sofortgewinne, die man direkt einlösen kann. Man kann aber auch wie beim richtigen Monopoly. Ja, ich kann mich noch sehr, sehr, sehr genau daran erinnern. Du hattest nie einen Code. Du hattest damals nie einen Code. Du hattest auch diese Sofortgewinne hinten auf dem Sticker drauf und du konntest die auch direkt einlösen. Du bist dann direkt hingegangen zur Kasse und sagst, ja, hier, ich habe so einen Gutschein, keine Ahnung, ich kriege ein Wasser oder irgendwie sowas. Und die haben dir das auch direkt gegeben. Die Straße. Also, jetzt nicht 1987, aber halt Gebäude 2000, keine sagen. Ahnung, was, 16, sowas, 17. Und diese dann gegen Gewinne einlösen. Das Einzige, was man also tun muss, ist richtig viel bei Mc's zu kaufen. Die Kampagne ist ein spektakulärer Erfolg. Die Firma Simon Marketing ist für die Produktion der Aufkleber für Nordamerika zuständig. Der ehemalige Polizist Jerry Jacobson ist ab 1988 Director of Security bei Simon Marketing. Er überwacht die gesamte Stickerproduktion für Er hat McDonald's. geklaut. Er hat gediebt, Bruder. He was Er hat gediebt. very strict with the staff. He was always writing people up if they made mistakes. He would search people on the way out. He'd even search their shoes to make sure that there was no theft going on. Er persönlich beliefert die Okay, Verpackungsfabriken gut, er hat nicht geklaut. von McDonald's mit den Hauptgewinnen in versiegelten Umschlägen. Die Versuchung ist groß und sie wird noch größer, als er versehentlich eine Packung mit Originalsiegeln für die Gewinnumschläge in die Finger bekommt. Irgendwann stiehlt er einen 25. Der war doch Dieb. Der war doch Dieb, Digga, kann nicht wahr sein, Digga, er war doch Dieb.
$20.000 Gewinn und gibt ihn seinem Stiefbruder. Seinem Fleischer verkauft er einen $10.000 Gewinn für $2.000. Bruder, er macht Geldwäsche, Digga. Er macht einfach Geldwäsche. Das war ziemlich leicht, aber klappt das auch bei den 1 Million Dollar Gewinnen? Auf seinen Reisen wird Jacobson stets von einer externen Sicherheitsbeamtin begleitet. 1995 ergreift er an einem Flughafen seine Chance. Er verschwindet auf eine Flughafentoilette und tauscht einen 1 Million Dollar Gewinn mit einem Standardgewinn aus. Bro, aber wie krass eigentlich. Wie krass das damals war. Ich dachte wirklich, die hätten vielleicht so einen Koffer, den man nur mit dem Schlüssel aufmachen kann. Und der Schlüssel liegt dann McDonalds Hauptquartier zum Beispiel. Ne? Sodass er selber den Code bzw. den Gewinn nicht sehen kann. Aber der, als ob er einfach so einen Briefumschlag hatte, Digga. Er hatte den hier so, jo Leute, was geht? Ich habe hier gerade 1 Million Euro Gewinn, Digga. What the fuck, was? Hä? Okay. Den Umschlag des 1 Million Dollar Gewinns versiegelt er wieder. Es hat tatsächlich funktioniert. 1995 lernt Jacobson den damals 32-jährigen Gennaro Colombo am Flughafen in Atlanta kennen. Die Colombos sind eine berüchtigte Familie des amerikanischen Ablegers der Cosa Nostra. Das ist die sizilianische Mafia. Colombo verdient sein Geld mit Nachtclubs, Untergrundcasinos und Sportwetten. Jacobson verkauft ihm einen Hauptpreis. Kurz darauf erscheint Colombo sogar in einem McDonalds-Werbespot. Nein. Colombo won a Dodge Viper and there are two $1 million prizes. Nein, Bruder. Das ist einfach ein Mafiosi, Alter, und der bekommt einfach eine Werbung rein. Jacobson sieht in Colombo einen gut vernetzten Geschäftspartner. Colombo's role in the scheme was to find winners. So Colombo became what the FBI later called a super recruiter. Jacobson versorgt Colombo mit Hauptgewinnen. 200.000 Dodge Viper, 1 Million. Colombo verteilt sie an seine kriminellen Freunde im ganzen Land, ohne dass die Spur zurück zu Jacobson führt. Auch der Vater von Colombos Frau und eine Freundin seiner Frau bekommen jeweils Hauptgewinne. 1 Million, Bruder. 1 Million an so einem McDonalds-Gewinnspiel. Krass. Jacobson schickt ebenfalls seinen Stiefbruder los, um Gewinner zu suchen. Seinem Neffen verkauft er einen $200.000 Sticker. Einen weiteren Hauptgewinn. Für wahrscheinlich, keine Ahnung, 10.000. Bro, der hat doch so Business gemacht, Digga. Aber wieso hat er nicht einfach, ja gut, wenn er es selber eingelöst hätte, Digga, dann wäre es wahrscheinlich rausgekommen, ne? Smart, Digga, be smart und hart. Aber wisst ihr, wie ich meine? Wieso, Neffe, löst ein, mach halbe oder so, weißt du, wie ich meine? Über 1 Million Dollar versendet Jacobson anonym an ein Kinderkrankenhaus in Tennessee. Obwohl man McDonalds-Gewinne eigentlich nicht verschenken darf, erlaubt McDonalds diese wohltätige Spende. At McDonalds? 1998 stirbt Gennaro bei einem Autounfall. Wahrscheinlich mit seinem Dodge Viper oder was? Overnight, one of Uncle Jerry's biggest super recruiters dies. And it's kind of the beginning of the end for Uncle Jerry, because for the longest time, Colombo was a really safe super recruiter who was all zipped up in his business affairs. Okay. And I think from that moment on, Uncle Jerry was looking for kind of... Oh nein, jetzt fängt er an, Fehler zu machen. Jetzt macht er sich schmutzig. Nein, jetzt macht er Kacke. More dodgy recruiters. Bei einer Kreuzfahrt lernt er den Geschäftsmann Don Hart kennen. Dieser stellt ihm zwei seiner Freunde vor. Der Fastfood-Restaurantbesitzer Richard Couturier und der ehemalige Kokainschmuggler Andrew Glomb helfen Jacobson fortan, Gewinner zu finden. Zwischen 1995 und 2001 haben Jacobson und sein Netzwerk so gut wie jeden Hauptpreis gewonnen. Krass, ne? Krass, Digga. 6 Jahre einfach durchgezogen. 6 Jahre einfach mit diesen Monopoly-Dingern so viel Patte gemacht, Alter. Unglaublich. 6 Jahre ist es nicht aufgefallen, ne? Und dieses Monopoly-Ding, das geht ja, obwohl ich weiß es gar nicht, das geht es übers ganze Jahr. Also jetzt ist es ja nur an Weihnachten. Aber geht das... Ging das früher über das ganze Jahr? Das würde mich mal interessieren. Dann wäre es ja noch heftiger. Once he'd started making all this money, I think Uncle Jerry turned into rich Uncle Pennybags, you know, the Monopoly icon. He started buying new houses. He bought this fancy home in Georgia.
he bought a really handsome Oldsmobile vehicle, some vintage cars. Ja, dann fliegt er auf, oder was, weil er sich so viel gekauft hat. Beim Kauf eines neuen Grundstücks lernt er Dwight Baker kennen. Der gehört der Mormonenkirche an und genießt ein hohes Ansehen in seiner Gemeinde. Jacobson verkauft einen 1-Million-Dollar-Gewinn an den Ziehsohn von Baker, Chandler. Außerdem geht ein 1-Million-Dollar-Gewinn an einen von Bakers Freunden. Aber wie viele krasse 1-Million-Euro-Gewinne hatten die? Digga, wenn du jetzt an dieses Monopoly-Ding denkst, ja, da gibt es jetzt maximal 100.000 Euro und Audi Q4 und so ein Zeug, ja, aber es gibt doch keine 1 Million Euro zu gewinnen. Und wie viele gab es denn damals? 1 Million Euro, der hat ja diese 1 Million Euro Gewinne, Bruder, wie viel hat McDonald's da rausgehauen? 100? Huey. Ein 500.000-Dollar-Gewinn geht an die Schwester seiner Frau, Phoenix. Sie und Huey fälschen ihre Adressen und lösen ihre Gewinne in verschiedenen US-Bundesstaaten ein. Jerry Jacobson, aka Uncle Jerry, ahnt nicht, dass ihm das FBI ganz, ganz dicht auf den Fersen ist. Bureau hat ein Jahr zuvor einen anonymen Hinweis bekommen. Von wem ist bis heute nicht geklärt. Oh Mann, vielleicht von dem Typ, der gestorben ist. Seitdem werden die Telefone von verdächtigen McDonald's-Monopoly-Gewinnern abgehört. Auf der Basis der Telefonate kann das FBI die echten Wohnorte der drei letzten großen Gewinner ausfindig machen. Chandler, Phoenix und Huey leben weniger als vier... Digga, sorry, Phoenix, Bruder, der Name, Digga. Ich sag nichts, Bruder, ich sag gar nichts. ...Kilometer voneinander entfernt. Doch das FBI weiß noch nicht genug, um das gesamte Netzwerk zu stürzen. Der damalige McDonald's-CEO Jack Greenberg arbeitet mit dem FBI zusammen. Er trifft eine schwere Entscheidung. Das Monopoly-Gewinnspiel wird erneut veranstaltet, obwohl es ganz offensichtlich manipuliert wird. Es gibt zwei Hauptgewinne mit jeweils 1 Million... Ja, das ist krass, guck mal. Zwei Hauptgewinne mit jeweils 1 Million Euro. Bruder, heute gibt's gar nichts, Junge. Inflation kickt sogar bei McDonald's rein. 100.000 Euro zu gewinnen. US-Dollar. Huey verrät am Telefon, dass er ein Ticket an seinen Mann in Texas verkaufen will. Das FBI schaut sich die Liste seiner vergangenen Anrufe an. Nur einer ging nach Texas. An John Davis, seinen Schwager. Und tatsächlich, Davis versucht ein paar Tage später einen der 1-Million-Dollar-Gewinne Davis wurde hops genommen, Junge. Zu lösen. Auch der andere Millionengewinner ist Teil des Netzwerkes. Er wurde von Andrew Glome, dem Schmuggler, ausgewählt. Am 22. August 2001 kommt es zu 8 Verhaftungen. Das FBI schlägt nach einem Jahr auf der Lauer zu. Jacobsons Netzwerk fliegt über die kommenden Tage komplett auf. Jacobson hat innerhalb von mehr als 10 Jahren insgesamt 60 Preise im Wert von über 24 Millionen Dollar. Bruder, Alter! Gestohlen. Über 50 Personen werden verurteilt. Uncle Jerry verbringt mehr als 3 Jahre im Gefängnis. Er kriegt Go to Jail, Bruder. Nein, er kann nicht mal zu einer collecten. Und muss 12,5 Millionen Dollar Entschädigung zahlen. Krass. Ich glaube, heute unvorstellbar. Ich sag euch so, wie es ist. Unvorstellbar wäre das jetzt gewesen, weil jetzt ist ja alles digital, ich glaube, das klappt gar nicht. Da müsste man das hacken. Man müsste das ganze System auseinanderhacken, damit man sowas fälschen kann. Wir können uns noch gut an das Gefühl erinnern, die Sticker als Kinder von den Pappboxen und Trinkbechern zu reißen. Ne? Der Traum vom großen Glück inmitten gesättigter Fettsäuren. Irgendwie skurril sich vorzustellen, dass in den USA niemand wirklich gewinnen konnte. Die Chancen sind ja sowieso wahnsinnig niedrig, aber der Gedanke, dass die großen Gewinne über Jahrzehnte abgekartet waren, absurd. Und doch ist es genauso passiert. Dieser Uncle Jerry, Digga, der hat einfach diese Fabrik gescannt, ja. Der hat diese Leute auseinandergenommen, hat gesagt, ey, pass mal auf hier, der hat ja untersucht und so weiter und so fort, hat die durchsucht, hat sogar in den Schuhen geschaut und so weiter und so fort und hier und bla und zack, zack, zack. Und er hat einfach alles selber gediebt. Bro, what the fuck? I think the reason that it resonated with so many people is that we'd all played the game. Everyone in America had bought a hamburger hoping to win millions. So everyone was invested in the story. And when we found out,
that it was the mafia were involved. I think it just gave that story an added push and made it go viral. Cheers. Krass. Krass, krass. Wieso hat er dich an mich verkauft, Digga? So über Ecke, weißt du? Jetzt hätte ich 1 Million. Nein. Krass, das ist eine krasse Story.